Der in Düsseldorf geborene Moritz Schulze studierte Schauspiel an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin mit weiteren Stationen in Berlin und am Burgtheater Wien und jetzt am Deutschen Theater Göttingen. Für seine Stimme wurde Schulze mit dem Bundes- und Landespreis bei Jugend musiziert in den Kategorien Vokalensembles und Sologesang ausgezeichnet. In der Uraufführung von Weil sie nicht gestorben sind, spielt er das zwiegespaltene Untier in Allerlei Rau sowie den leidenschaftlichen Albert in Brüderchen und Schwesterchen. Über sein dickes Fell und die exzessiven Partys wird er uns hoffentlich gleich mehr erzählen. Kollege Benjamin Krüger sagt über Schulze: Der Kollege mit den vielfältigsten Socken und der schönen Gesangsstimme, der ich immer wieder gerne lausche. Katharina Uhland. In Darmstadt geboren, zog es die gebürtige Hessin zum Studium des Schauspiels an die Otto-Falkenberg-Schule in München. Weitere Spielorte und Engagements in Deutschland und Österreich folgten. Jetzt ist sie in Göttingen angekommen. Katharina Uhland ist aber nicht nur Schauspielerin, sondern für den Dokumentarfilm auf einer Skala von 1 bis 10 auch hinter der Kamera tätig. In Weil sie nicht gestorben sind, ist Uhland wandelbar und muss oft das Kostüm und ihren Charakter wechseln. Sie spielt Allerlei Rau, Alba und Hinkelbeinchen. Mehr spannende Eindrücke zu ihren Rollen wird sie uns nun hoffentlich im Interview verraten. Kollegin Elisabeth Hoppe sagt über Uhland: Katharina ist ein Tausendsasser. Ich kenne kaum jemanden mit so vielen Ideen im Kopf. Kaum hat sie einen Tag frei, arbeitet sie an weiteren Projekten. Hallo Katharina. Hallo. Hallo Moritz. Schön, dass ihr Zeit gefunden habt. Ihr spielt jetzt in, weil sie nicht gestorben sind, in einer Grimm-Trilogie verschiedene Rollen. Und ich möchte einfach erstmal von euch wissen, wann seid ihr das erste Mal mit Märchen in Kontakt gekommen? Ihr könnt euch das Mikrofon teilen. Möchtest du? Du bist älter. Du bist also früher mit Märchen in Kontakt gekommen. So, keine Ahnung, wahrscheinlich früher vorgelesen. Also was ich noch weiß, ist, dass wir so ein großes, dickes Märchenbuch zu Hause hatten mit ganz schönen Zeichnungen. Und ich weiß noch, vor allem erinnere ich mich an das Märchen mit den, wie hieß denn das, nämlich nicht die sieben Raben, sondern die sieben Schwäne war das doch, glaube ich. Und diese Schwester dann die Brennnesselhemden, genau. Und ein Ärmel wird nicht fertig und deswegen hat halt der eine arme Bruder besser Arm dran als Arm ab. So, genau, das ist mein und so. Du? Ja, auch Märchen vorlesen, also mit meinen Eltern zu Hause. Unser Märchenbuch war auf jeden Fall dann auch ziemlich zerfleddert irgendwann. Also der Rücken, wie heißt das, der Einband war nicht mehr fest. Bevor ihr die Produktion hattet, war es dann so, dass ihr wirklich einen Stellenwert für Märchen hattet oder habt ihr euch neu damit beschäftigt? Könnt ihr das nochmal sagen? Also auf jeden Fall neu beschäftigt, weil also mit Blick auf das Stück, was Hanna Zufall da geschrieben hat, nochmal die drei Märchen, die da vorkommen, nochmal neu gelesen oder überhaupt. Habe ich auch nochmal in diese Grimm-Sammlung reingeguckt, was da für teilweise echt merkwürdige Märchen drinstehen. Da gab es eins, ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt, aber war alle wahnsinnig brutal und also schon nochmal neu drauf geguckt, was es denn mit diesen Märchen so auf sich hat. Oder überhaupt nochmal in die Materie einhüpfen. Ja, hältst du das? Sehr, sehr lieb. Ja. Ich habe also auch klar, nochmal gemeinsam neu angeschaut, Märchen gelesen, Sekundarmaterial raufgeschafft. Ich habe früher mal Schneeflittchen selber geschrieben. Da war ich wahrscheinlich gerade so in der Pubertät. Und das war so meine eigene Analyse von diesen sexistischen, quasi genau. Ich weiß nicht mehr so genau, was da drin stand. Das war ziemlich albern, glaube ich. Ich glaube, ich habe es an irgendeine Zeitung mal geschickt. Sie haben es nicht gedruckt. Weiß gar nicht warum, vielleicht können wir es nochmal nachträglich veröffentlichen oder so. Genau, Schneeflittchen von Katharina Uhland. Das bringt wir groß raus. Ja, das ist dann ja auch in der Interpretation von Hanna Zufall, kommt das ja auch nochmal richtig raus. Es geht um die Märchen Allerlei Rau, Sie sieben Raben und Brüderchen und Schwesterchen. Und dort geht es dann auch wirklich um Inzest, es geht um den König, der seine eigene Tochter heiraten möchte. Das heißt, ihr hattet vorher schon den Gedanken, also ihr habt euch nochmal damit beschäftigt oder habt ihr nochmal einen komplett neuen Blick auf diese Märchen bekommen? Was war so euer erster Eindruck, als ihr das Stück nochmal gelesen habt, als ihr das Skript vielleicht gelesen habt? Also mir war bei Allerlei Rau tatsächlich auch nicht bewusst, also ich kannte es auch nicht so richtig, aber ich hatte es dann, bevor ich das Stück gelesen habe, habe ich die Märchen gelesen und ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass
der Vater derjenige ist, der sie im Wald findet. Aber dann so mit der Auseinandersetzung mit dem Stück, dann beim nochmaligen Märchenlesen ist so, ja, das kann man total so daraus lesen, wenn man das möchte. Also es wird einem auch, die andere Variante ist genauso möglich, aber das, so wie Hanna das jetzt dann zuspitzt, dass sie den Vater heiratet und so, das war mir vorher nicht so klar. Genau. Und das war doch, das was ist nochmal, also die Märchen, die wurden ja total überarbeitet nochmal, ne? Also die Brüder Grimm mussten sozusagen ihre erste Fassung nochmal überarbeiten. Und wie rum war das? Ich glaube, ganz viel Sex musste raus, aber der ganze Inzest war irgendwie okay. Also diese ganze inzestuöse genau. Thematik, die durfte quasi bleiben. Und ich glaube, die Brutalität auch. So ein bisschen weniger musste. Ja, aber da sind es dann zum Beispiel aus Müttern sind Stiefmütter geworden und sowas. Sowas haben die dann abgeändert. Ja. Das würde einem ja auch als Kind nicht auffallen. Ich denke, dann ist das, aber als Erwachsener ist das nochmal, glaube ich, ganz interessant, das mit so einem Blick nochmal zu sehen, auf jeden Fall. Also, dass man, dass es jetzt, wie es geschrieben ist, dass Sex und Inzest rausgenommen wurden, das ist jetzt ja nochmal was ganz anderes. Ja. Mich würde interessieren, oder es interessiert die Zuschauer vielleicht auch, wie lange habt ihr jetzt gebraucht von der Produktion, von den ersten Sprechproben vielleicht bis zur Bühne? Ich glaube, wir hatten 6 Wochen Probenzeit. Also beziehungsweise 2 Wochen hatten wir dann Zeit, um uns das Stück mal anzugucken und vorzubereiten. Aber so richtige Probenzeit hatten wir 6 Wochen. Ja, eigentlich immer. Man hat eigentlich immer plus minus so 6 Wochen. Also eigentlich 6 Wochen schon fast Luxus. Mhm. So, aber in der Regel ist es ganz gut, wenn man 6 Wochen hat. Und da haben wir, was sehr schön war, und wirklich erstmal eine Woche lang einfach ganz viel andere Sachen auch gelesen und Filme zu der Thematik geguckt. So wirklich eine große Assoziation. Reihe sozusagen aufgemacht und haben dann auch einmal, das fand ich sehr lustig, uns im Prinzip genau durch alle einzelnen Teile komplett einfach, also wir haben nur das gelesen, komplett ohne Originaltext durchimprovisiert. Das heißt, wir hatten die Originalbühne und sind dann durch Märchen 1 an einem Tag, also jetzt nicht am Stück, oder doch, wir haben es sogar einmal am Stück gemacht. Ja. Oh Gott, ging wahrscheinlich so aus der 8 Erinnerung. Stunden. So, und wenn man dann mal einen Originaltext wusste, dann konnte man den schon auch sagen, aber dass man wirklich total grob, keiner kannte sich wirklich gut aus bis dato, einfach da so durchimprovisiert. Und das ist immer eine ganz schöne Erfahrung, weil man das so mit seinen eigenen Mitteln und seiner eigenen Sprache dann versucht. Genau, und dadurch wirklich auch so sieht, was habe ich schon kapiert oder was weiß ich schon und was weiß ich noch nicht. Ja, also auch wo der Schwerpunkt für einen in dem Moment liegt. Also was man so unterbewusst für Kapitel oder was für uns selber, was so das Wichtigste daran ist, ist ganz spannend zu sehen, auch wie sich das dann über so 6 Wochen verschiebt, was dann dazu kommt und so. Mich würde jetzt nochmal bei den Rollen spezifisch interessieren, bei dir Katharina, du spielst Allerlei Rau, du spielst Henkelbeinchen und du spielst Alba. Gab es für dich Schwierigkeiten im Hin- und Her-Switchen zwischen den Rollen und das ist ja dann auch, sind ja auch Brüche drin, sehr starke? Möchtest du nicht halten? ich glaube, also man kann auf jeden Fall sagen, was wirklich schwierig oder eine Schwierigkeit ist, ist grundsätzlich von diesem ersten Teil in den zweiten, also zu springen von dem einen Teil. Also zum Beispiel haben wir irgendwie zwischendrin eigentlich festgestellt, wenn der erste besonders gut funktioniert, dann funktioniert relativ sicher der zweite erstmal nicht so gut. Wenn der erste nicht so gut, dann war meistens der zweite, also zum Beispiel gestern war es glaube ich der erste, der nicht so auf dem Punkt war, dafür war der zweite dann aber recht stimmig. Wir hatten auch schon Durchläufe, wo beides funktioniert hat. Echt? Die hat er alleine gespielt. Genau. Zu Hause in der Küche. Genau, weil natürlich da schon so die Stimmung, so das erste irgendwie eher, zumindest so fängt es an, eher sehr lieblich und irgendwie mit sehr viel Musik einsetzen, genau, sehr märchenhaft. Und im zweiten sind das einfach die Oberarschkrampen, die irgendwie vielleicht ein bisschen sexy, aber eigentlich wirklich so, wie man keine Freunde haben möchte, so eigentlich. Und Hinkelbeinchen ist tatsächlich, würde ich sagen, wenn überhaupt noch eine Kraftfrage manchmal. Also das ist so, ja, also eben nachdem man eigentlich schon mehr oder weniger 2 Stücke gespielt hat, die irgendwie vielleicht jetzt nicht als vollwertiger Theaterabend laufen könnten, aber die irgendwie trotzdem in sich eine Geschichte schon sind und dann quasi nochmal das dritte, da merke ich, da darf ich einfach wirklich nicht drüber nachdenken, dass jetzt noch was, genau, also man darf sowieso auch im ersten Teil nicht darüber nachdenken, dass noch ein zweiter und ein dritter kommt, im zweiten darf man nicht darüber nachdenken, dass noch ein dritter kommt und da ist es wirklich, also zum Beispiel gestern habe ich gemerkt,
ich bin gerade ein bisschen müde, so, also grundsätzlich ist es einfach viel zu tun. Und dann dieser dritte Teil, dann merke ich dann, wenn mir die Kraft, also alleine die Kraft für eine Schnelligkeit in den Gedanken, das ist ja auch schwierig, also dass die Konzentration und das Denken einfach langsamer werden. Ansonsten muss ich sagen, bei dem Hinkelbeinchen hilft mir, glaube ich, also sie sind dadurch, dass es komplett unterschiedliche Kostüme sind, hilft einem das natürlich auch schon sehr viel. Dann habe ich ja wirklich beim Hinkelbeinchen diese Beißschiene, die macht schon mal, spielt sich quasi von alleine eigentlich. Und wo wir gerade bei dem Hin- und Herspringen zwischen Gedanken sind, wie ist das denn bei dir beim Untier gewesen? Du spielst ja fast wie aus Herr der Ringe den Gollum zwischen zwei Charakteren, immer hin und her switchend. Aber eine Rolle, das Untier, hat dir das Probleme bereitet? Oder macht das auch irgendwo Spaß, die ganze Zeit hin und her zu schwenken mit seinen Gedanken? Also ursprünglich in der allerersten Fassung waren es noch drei Tiere. Und Britt, unsere Regisseurin, hat dann, als die Besetzung stand, dass das nur wir drei Schauspieler sind, Hannah gefragt, ob sie das noch ein bisschen umschreiben kann, dass es einer diese ganzen Tiere spielen kann. Und Hannah hat das dann schon echt ganz gut gegliedert, wann Untier, wann Gewohnheitstier spricht. Dass es halt wirklich mit den Gedanken wechselt, die Figur. Also der Brutalere ist das Untier und der Schisser, der nochmal drüber nachdenkt und wirklich nicht unbedingt das machen möchte. Da kommt dann das Gewohnheitstier durch und das macht. Am Anfang habe ich gedacht, ich werde wahnsinnig, weil es wirklich, dann wurde er wahnsinnig, genau, und dann ging's. Ja. Nee, aber weil es wirklich, also vor allem diese Dialoge, die sie zu zweit führen, man alleine dann da hinterher zu kommen, das war nicht so ohne, aber es hat, mittlerweile macht es großen Spaß, also so schnell zu wechseln und immer wen zu haben, also da hat man reden kann. Genau, man hat halt wen an seiner Seite. Ja. Okay. Und eigentlich seid ihr ja zu dritt, heute fehlt wer, nämlich Karl Miller, und tut er euch ein bisschen leid, weil die Hälfte des Stückes sitzt er ja angebunden auf dem Boden, habt ihr da irgendwie Mitgefühl? Karl Miller, der spielt so viel ohne Worte, also ich habe da jetzt als Kollege nicht so Mitleid mit ihm, also weil er spielt da schon trotzdem durch in diese zweite Szene, wo der König gefesselt ist. Also er spielt da schon auch noch eine wichtige Rolle, auch gerade für Albert, fürs Brüderchen, die Konkurrenz und so. Also ich habe da kein Mitleid. Nein, also man kann es auch, ich glaube, das muss man tatsächlich immer so im Gesamten sehen. Karl Miller hat parallel zu dem Stück, glaube ich, auch irgendwie so viel zu tun, dass es einfach total okay ist, wenn man mal in einem Stück sozusagen nicht zwei Stunden durchlabern muss sozusagen. Deswegen ist das, glaube ich, ihm macht das nicht so viel aus. Habt ihr denn eine persönliche Lieblingsszene? Es gibt ja ganz viele Szenen, die ihr gemacht habt. Aha, es gibt da eine bestimmte Szene mit viel Exzess. Ist das eure Lieblingsszene? Meine Lieblingsszene ist, wenn das Tierchen seine Monologe hält und ich einfach kurz nicht mitspielen muss. Ja, danke. Na, also mir hat diese komplette Arbeit sehr großen Spaß gemacht. Also weil das Team war ganz toll mit Britt Bartkowiak in der Regie und Caro, die Kostüme und die Ausstattung, also auch die Bühne gemacht hat, und Ingo an der Musik. Das war so eine runde Arbeit irgendwie, weil wir drei uns auch ganz grün waren von Anfang an und uns kennengelernt. Also mir macht dieser komplette Abend sehr viel Spaß, gerade weil der so unterschiedlich ist. Der erste Teil, dieses schizophrene Viech und dann der Bruder, der also das zusammen die Geschichte erzählen und zusammen da raus wollen irgendwie und auch das richtig arschig sein zu der lieben Kollegin, das macht schon auch, also das dieser wär, Hass, wär der da drin ist. Wäre ganz schön, wenn er aus dieser Rolle dann auch wieder rauskommen würde. Ja, das ist manchmal schwierig, ja, nee, bleib doch drauf hängen. Und da würde ich gerne auch auf diese eine Szene tatsächlich noch eingehen. Und, es gibt die eine Szene, wo Alba und Albert sehr stark aneinander geraten ist, kommt zum Inzest oder angedeuteten Inzest auf jeden Fall. Wie viel Choreografie und steckt in dieser Darstellung? Wie schafft man das? Also ist jeder einzelne Schritt geplant oder wie sieht das dann aus? Tagesform. Ja. Das ist tatsächlich, also das war jetzt auch wirklich so ein Teil, wo Britt jetzt nicht angefangen hat, irgendwie durchzuchoreografieren, was, glaube ich, eine sehr weise Entscheidung von der Regisseurin ist. Das ist wirklich immer so ein bisschen, also mittlerweile, das groovt sich dann irgendwie so ein. Man findet so eine Stellung, in der es am besten flupscht. Ja, wo man auch
gut Licht hat. Und wo man Licht hat, genau. Und ich meine, das ist, also ich glaube, da stellt man sich als Zuschauer auch, also ich will das gar nicht entzaubern, aber man ist trotzdem, auch wenn man irgendwie aufeinander liegt, sein Kopf in Richtung meines Unterleibs rutscht. Und trotzdem denke ich aber parallel auch noch, hoffentlich hört mich jetzt auch noch jemand in der letzten Reihe, wenn ich sage, Hermaphrodit werden Heimkehr, Einkehr. So, das ist, was war die Frage? Nee, Choreografie war da keine dabei, war die Frage, ne? Ja. Ja, also es war spannend, das zu proben, weil, also wir hatten auch Proben, wo wir uns so ein bisschen ineinander verloren haben und alles, das Außen ist egal. Ups, da war ich jetzt ein bisschen nah dran. ich war wieder auf der Probe. Aber ja, man muss es dann halt ja dann trotzdem übersetzen, so dass auch in der letzten Reihe man noch mitkriegt, dass, also nicht nur die, also klar, dass es sich trotzdem erzählt, dass es intim und jetzt nur für die beiden, aber da ist Theater dann doch immer großes Gemogel, ja, damit alles mit, alle ist mitbekommen. Ja, alles. Ja, dann habt ihr jetzt vielleicht nochmal die Möglichkeit, ein Fazit zu ziehen zu dem ganzen Stück, wenn ihr noch ein Fazit bilden wollt. Also ich habe jetzt, vielleicht kann ich kurz sagen, ich habe mir von Litlock, von Johanna Karch das durchgelesen. Sie hat geschrieben, man kann es sich auch mehrmals ansehen, ohne die Sehnsucht nach Varianz zu verspüren. Ich war schon zweimal drin, das kann ich nur bestätigen. Habt ihr noch etwas ans Göttinger Publikum zu sagen? Kommt vorbei, kommen, es lohnt sich. Also es ist tatsächlich eine meiner Lieblingsarbeiten in Göttingen bis jetzt gewesen und ich würde mich freuen, wenn das viele Göttinger mitbekommen. Ja. So. Nein, also was total schön ist, ist, dass es einfach so, dass man so viel spielen kann, einfach so. Also es gibt so viele Stücke, in denen man ganz viel denken muss und in denen man ganz viel stehen muss und ganz viel so, und das hat aber, ja, es hat so viele Varianten einfach auch beim Spielen, also so viel Spiel zu spielen, so, das macht Spaß. Ja. Dann ganz vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt und viel Spaß in der Maske jetzt. Okay, bis dann. Ciao.